Moin, moin, ihr Lieben, und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier im wunderschön verregneten Rimworld. Aber wie heißt es in Hamburg so schön? Es gibt nicht das schlechte Wetter, sondern nur die falsche Kleidung. Und entsprechend genießen wir doch mal das Cheat-Wetter hier. Und oh, hier brennt es mal wieder. Allerdings macht es diesmal ja nichts aus wegen dem Regen. Aber ich sehe gerade, wir brauchen wieder mal Befehle zum Holzhacken. So, Holzhacken haben wir. Und wenn wir schon dabei sind, ja, warum nicht? Psychisches Brummen, hoch, weiblich. Das ist scheiße. Mögt ihr mir das Husten verzeihen? So. Okay, jetzt machen wir mal hier richtig Butter bei die Fische und nutzen das Ganze aus. So. Ich hoffe, das sind alles Fernkämpfer derzeit. Ja, es löppt. Kann man so einloggen. Yeah! Explodiert, ihr Fackviecher hier. So. Und du auch. Boing. Ach, wenn wir schon dabei sind. Stirb! Ah, das ist noch eine Schildkröte. Na, wenn die schon da ist, dann nutzt wir es doch mal aus. Boing. Auch weg. So, gibt es noch irgendwelche Gestalten, die ich niedermähen sollte, Kraft meines mir selbst verliehenen Amtes? Nehmen wir hier, da, Panther. Was mir aber noch so ein bisschen fehlt, sind die Pandas. Das hätte was. So, können wir ja eigentlich mal die. Ja, Energierüstung. Scheiße teuer eigentlich. Aber eigentlich können wir es uns auch leisten. Haben wir überhaupt schon... Das muss ich gucken. Lichtrezeptor. Ja, Moment, machen wir ein bionisches Auge daraus. Das ist doch auch geil. Das gefällt mir schon mal. Und ja... Warum ist denn? Wenn wir hier rangehen, die Schutzjacken. Wären schon geil irgendwie. Und auch deutlich günstiger. 50 Stoff, 70 Stahl. Ein Bauteil, aber teuer genug ist es trotzdem noch. Aber trotzdem. Ist die Frage, zwei Jacken machen oder nicht machen? Aber wir können ja erstmal eine herstellen, die wir dann in zugegebenen Situationen verwenden können. Aber da muss echt drauf geachtet werden, dass die dann auch gepflegt wird, weil sonst ist alles für den Arsch. So, machen wir hier noch irgendwie Schutzjacken, Schutzhose. Was haben wir für eine Wahl? Material können wir hier nicht auswählen. Wäre noch schöner. Machen wir davon jeweils zwei. Kostet uns genug Stoff. Hier habe ich deswegen ja auch umgeswitcht. Ich erinnere mich dunkel. Ah, ich wollte hier doch Dinge tun. Na gut, wenn wir schon mal in der Gegend sind, ne? Ballern wir noch ein bisschen rum. Das ist zum Beispiel eine Schlange, die muss weg. Und die müssen weg. Und da. Ja, auf einmal wollt ihr euch nicht rächen, wa? Habt ihr euch so gedacht? Das ist jetzt die Rache für alles, was mir Wasserschweine bisher angetan haben. Stirbt! Ihr Mistviecher. Oh, es geht so einfach. Oh Mann, bei Tierschützern bin ich nicht beliebt. So. Das kann alles genommen werden. Das Übenholz, das auch. Das auch.
Und dann sollte sich unsere Nahrungskammer hoffentlich recht bald füllen. So, ja. Wie viele Teile haben wir noch? 34. Jo, von bis. Ah, schade. Ich habe gehofft, dass da vielleicht wieder was ist, aber nee. Ach, Herr Jemini. Da ist leider nur Gold. Deswegen deinstallieren wir das nochmal und setzen es stattdessen hier hin. Habe ich da... Ah, das ist eine gute Prüfmethode. Ich habe da schon Strom hingesetzt. Das bedeutet, ich habe den effektiv schon mal dorthin verlegt. Deswegen verlegen wir den woanders hin. Manchmal habe ich meine klugen Momente. Machen wir das zum Beispiel hier hin. Und hoffen, dass da dann entsprechend Strom sich verlegen lässt. Ja, kann man ja mal hier reinglühen, ne? Ja, und beim nächsten Feuer ist natürlich das ganze Kabel dann weg. Aber hey, es ist halt, wie es ist. So, kann man hier nochmal hoch verlegen das Ganze. Ah, wir kriegen das schon hin. Am Ende werden wir alle eines entsprechend tödlichen Todes sterben. Mein Tod sonst ja nicht tödlich ist. So, die Hühnchen, die schlafen hier gemütlich den Schlaf der Echten. Wo ist mein Tierfutter? Tierfütterchen? Lass mich raten. Das setzen wir mal höher, weil die Tiere, die halten hier noch ein Stückchen aus. Tierfutter statt Tiere schlachten. Ja, das ist der Name einer richtig guten Tierschutzkampagne. Verbales Beschimpfen von Black Griffin. Oh ja, jetzt wird spannend. Jetzt lohnt sich der Log, glaube ich. Logbuch. So, jetzt kommt hier genau das richtige Niveau auf, glaube ich. So. Black Griffin beleidigte schamlos die Hoffnungen und Träume von Echo. Du wirst es nie zu etwas bringen. Du wirst nie Tiere in Neu-Guppingen irgendwie retten. So. Und Mücke baut gerade wunderschöne Schutzjacken. Derweil schläft Pixel Cap hier drin. Ich mag nicht mehr. Ah, hier kann ich das reinstellen. Oh, dann packen wir mal Pixel Caps neues Heim. Mal ein bisschen um. Oh, ist das schnieke. Verbales. Ach, es wird immer besser. Es wird immer geiler. Wenn die jetzt beide aufeinander treffen, ist das wird kolossal. So, erstmal gucken wir aber noch hier weiter ins Logbuch. Black Griffin machte eine herablassende Bemerkung über die sozialen Fähigkeiten. Die sozialen Fähigkeiten sind super. Black Griffin deutete negative Sachen an über die Haare von Yo. Hallo? Negative Sachen? Hat er sie aus Versehen mal aufgespießt oder wie? Immer diese Bagatellen. Ah, bei uns ist echt Drama los. Es ist herrlich. Man muss es lieben. GZSZ ist ein Scheißdreck gegen unser Rimworld. So, was brauchen wir? Oh, wie viel haben wir? Wir können die Ratten ohne Ende abballern, wenn wir wollen. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Einfach nur, damit die Viecher weg sind, machen wir die auch weg. So, die können auch weg und das kann sowieso weg. Das brauchen wir jetzt nicht selbst orchestrieren.
Das ging auch so. Und wir haben endlich wieder Trockenfutter rumliegen. Bitte noch mehr davon. So, Wuseline macht schon, jawohl. Da wird dann auch erstmal das gute Insektenfleisch weiter. Och nö, Wuseline fängt an, nur rumzuplappern wegen Paranoia. Vermutlich waren da die Bemerkungen über die sozialen Fähigkeiten schuld. Das psychische Brummen macht sich bemerkbar, wobei Dönerfrikadelle ist. Ah ne, ist ja auch hier weiblich, ja. Sag dich doch. Ich kenne meine Kolonisten. Ja, das ist echt sehr anständige Situation. Kann man mögen. Tut man nur in seltensten Fällen. Versteckte Gegenstände. Eine Lampe und ein Sessel. Aber ein legendärer Sessel. Ich stelle mir das echt so vor, so völlig übertrieben. So Fantasy-Style, wenn man in, was weiß ich, einen Dungeon aller Minen von Moria geht, den Balrog zurück in die Schatten bezwingt und dann am Ende den legendären Sessel aus der Schatzkammer birgt und ihn in den Rucksack steckt, wie es halt so üblich ist. Das Bild gefällt mir. Der legendäre Sessel. Und wir haben noch immer dieses Scheißgefängnis eigentlich. Da müssen wir theoretisch auch. Oh, da war hier eine geile. Ach, das war von Wuseline oder wie? Geisteszustand plappern. Da war doch gerade so eine schöne Bemerkung. Oder war das Döner? Dönerfrikadelle nannte Onkel von Black Griffin Spitzmaus. Also langsam wird's hier echt gefährlich. Ja, also das. Diese elende Ort und so weiter und so fort. Wuseline, dieser elende Ort wird unser Grab. Ach, ja. Das gefällt mir. Das verfolgen wir mal weiter mit der Paranoia. So, Wuseline, leg los. Wir arbeiten, wir erkranken und setzen irgendwas anderes. Das war mir irgendwie zu klein und farblich zu schlecht abgehoben. Das gefällt mir. Ein bisschen Untergangsgedöns ist nicht schlecht. Ist das hier alles noch Granit oder ja? Habe ich schon gewundert, warum braucht das so lange zum Abbauen und bei Granit macht es wieder Sinn. Haben wir denn hier überhaupt schon ganz viel neuen Granit irgendwie gemacht? Da haben wir was unfair. Ach, weil die hier zu zweit sich das Ding teilen. Ist denn zumindest. Nein, es. Okay, Kami hat an zwei Werkbänken was. Wuseline hat aufgehört, jedem ihr sinnloses Geschwafel anzutun. Finde ich irgendwie schade. Döner hat langsam Hunger, weil er ständig beleidigt, kommt nicht zum Essen. Ihr kennt's. Ah ja, muss ich mal gucken, wie sieht das über. Muss ich auch mal gucken. Ja. Alle dürfen überall hin. Hätte ja sein können, dass ich noch irgendeine Beschränkung drin habe. Will ich ja nicht ausschließen. Ach, da. Nee. Wo ist denn das, der Bohrer? Plaschstahl, yes! Alles, was ich schon immer gewollt habe. Und noch viel mehr. Das gefällt mir. Das Problem ist, dass wir da derzeit kein Schnellweg drin zu haben gedöhnt. Das können wir natürlich auch ändern. Ärgerlich, ärgerlich. Kasua rächt sich das. Wobei, wo rächt er sich? Das ist natürlich auch die Frage. Jetzt habe ich es irgendwie nicht mehr so. Ah, da. Ach. Der Junior macht das schon.
erstmal panisch wegrennen und dann nochmal einen neuen Versuch wagen. Genauso würde ich es auch machen. Hey Junior! Ach. So, jetzt aber. Du musst es nur einmal treffen eigentlich. Einmal. Ja, sag ich doch. So, du darfst wieder tun, was ein Junior halt so tut. Die Schildkröte darf auch angegriffen werden von mir aus. Ja, sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus. Und theoretisch haben wir hier noch richtig viel Stahl, den wir abbauen können. Und komprimierte Bauteile, das nehmen wir schon mal. Und hier gibt es Elefanten. Aber erstmal wird Kasua gejagt. Warum nicht? 3 der Schildkröten haben wir da auch noch. Und unsere Hühnchens. Ja. Trockenfutter. Ihr müsst mehr Trockenfutter machen. Leute. Schutzjacken sind fertig. Das ist gut. Dann kann Kami hier weitermachen. Ist auch gut. Ah, hier immer noch die unfertige von Kami. Aha. Das habe ich nicht so gerne. Das ist, sage ich mal, unschön. Stelle bionisches... Ja, stimmt ja. Ich muss ja operieren. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Tanky. Wir müssen mal miteinander operieren. Bionisches Auge. Warum nicht? Dafür sind die doch da. Kräutermedizin. Ich weiß ja nicht. Kräutermedizin ist eigentlich für so eine Operation, ich würde mal sagen, ein bisschen unpassend. Nehmen wir die industrielle Medizin und lassen den Daddel mal ran. So, Daddel, du darfst hier rumschnippeln am Auge. Ja, das macht Spaß. Schildkröte rächt sich an. Achso, hier haben wir die Durchreisenden, aber egal, ihr macht das schon. Oh, Erik und Ferko sprachen über Tiere. Das ist doch schön. Nebenbei so ein kleines Gespräch, ein bisschen anbandeln. Pixelcap, du machst einfach mal weiter. Hast natürlich eine bescheidene Waffe. Wir brauchen auch bessere Waffen. Es ist furchtbar, wir brauchen eigentlich alles Mögliche. Hat Pixelcap hier gerade... Sehe ich das richtig? Tatsache. Schutzjacke. Was ist das hier? Torso Mittel? Ach, und hier geht nochmal die Schutzhose. Nee. Schutzhose wäre vermutlich da. Wenn wir hier den Staubmantel haben, der ist... Gut, ist das gleiche von der Schicht. Okay. Schutzweste ersetzt den Staubmantel. Da würde ich sagen, wir haben ja hier die Kleidungsrichtlinien. Wo haben wir die denn? Da, aktuelles Outfit. Da nehmen wir einfach mal normal. Quasi im Normalmodus ziehen die sich nicht irgendwie die Special-Kleidung an. Wenn wir das schon alles. Wir kriegen das alles hin. General Tank. Daddle. Ja. So, da ist auch das Auge. Nee, nicht Tanky für den. Operieren, Junge. Mädel. So, jetzt aber.
Geht doch alles. Mit einem Medizinwert von 7. Mach ich doch gerne. Das macht Laune. Ist nicht mehr ins Frieden. Ah, ich dachte schon, da wäre irgendwie ein Fehlschlag oder sowas. Das wäre übel gewesen. Aber wir haben jetzt verbessertes Sehen hier. Yeah. Handelsschiff, Prothese. Oh. Mal sehen, ob wir da was Sinnvolles bekommen. Das wäre gar nicht mal so schlecht. Wuseline. Wobei, nee, Wuseline muss sich doch ein bisschen von ihrem Anfall erholen. Habe ich den Eindruck. Stattdessen haben wir hier jemanden mit Fachkenntnissen im Sozialisieren. Nein. Jein. Könnten Semi nehmen, wir könnten Blackie natürlich auch nehmen, ne? Ja, Blackie ist launetechnisch richtig gut. Unser lila Launebär, dann nehmen wir den doch. Und wir bräuchten eigentlich mal exotische Güter, damit wir unser Gedöns loswerden könnten. Apropos Gedöns, wir haben die Möglichkeit, hier Awesome-Zeugs zu bekommen. Ja, ich werfe wieder mit Fachausdrücken um mich herum. Diesmal haben wir, glaube ich, nichts, was wir jetzt unbedingt brauchen. Nee, haben wir nicht. Aber das muss ausreichen. Dann machen wir das mal so. Oh, und... Nicht so schnell, Blackie. Wir brauchen hier... Wir brauchen eine Ladepause, habe ich den Eindruck, ja. Wird schon. Irgendwann. Vielleicht. Da ist es doch. Eine Handelskarawane für exotische Güter. Da freue ich mich schon drauf. Guti. Dann haben wir hier... Leistung bin... Wir haben hier doch... Ach, das ist dann gar nicht richtig vom Stromnetz verbunden, oder? Neu verbinden. Ja, auf einmal klappt's. Schön. Oder auch nicht. Dann würde ich doch an der Stelle mal sagen, wir beenden die Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir, ich weiß nicht, ob wir dann Tanky noch ein Auge anbringen oder wir haben natürlich auch noch Eric hier. Aber Eric ist nicht so der Fan-Camper wie Tanky. Deswegen wird es vermutlich Tanky werden. Also seid unbedingt mit dabei. Tschüssikowski.